Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Lola Jasmina und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einem neuen Themenhaul. Ihr Lieben, heute bin ich mega, mega glücklich oder happy, denn mein Sohn ist heute 6 Jahre alt geworden und deswegen ist auch dieses Happy Birthday da. Es ist jetzt nur noch professorisch, da kommt noch mega viel Dekoration und Luftballon und alles, aber ich wollte euch sagen, damit ihr seht, weil ihr viele verfolgen mich ja schon länger hier auf meinem Kanal, damit ihr nämlich auch seht oder fragt, warum ist dieses Happy? Das bedeutet eigentlich Happy Birthday und wenn er heute kommt, soll er sich ein bisschen freuen. Und ich freue mich natürlich auch, weil ich habe heute, genau heute, den Themenhaul bekommen und ich kann es leider nicht so lange erwarten, bis ich endlich das aufmache, weil ich habe mir eine Tasche bestellt. Die schaut so aus wie ein Lippenstift und ich kann mir noch wirklich gar nichts vorstellen, wie das so wie, also so ist eine Tasche, schaut aber aus wie eine Lippenstiftform. Und ich habe gesehen, auch beim Chicken Max gab es damals von Moschino ein Haarföhn, der war richtig cool. Wie gesagt, ich kann mir noch immer nichts vorstellen, aber deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das heute aufmachen. Ich bin schon mega gespannt. Und wenn das nicht jetzt als Tasche dient, kann ich mir das super toll vorstellen als Lippenstiftdekoration. Ja, was soll ich sagen? Ich bin mega, mega happy, dass das heute gekommen ist. Und natürlich bin ich auch stolze Mama auch, dass mein Sohn heute 6 geworden ist. Und ja, deswegen wird es wahrscheinlich heute sein, dass ich sehr viel grinse. Ja. Vorsweg würde ich euch sagen, also es gibt immer einmal im Monat bei mir einen Themenhaul. Also alles, was ich zum Beispiel jetzt bestelle, kommt dann innerhalb von 3 Wochen. Und es wurde gebeten, dass ich euch diesen Body, was so Body Shape macht, berichte. Er sitzt richtig gut, aber ich hätte mir lieber eine Nummer größer bestellen sollen, weil es wirklich sehr, sehr... Er macht richtig auch den Bauch straffer und die Taille straffer. Also da wollte ich euch sagen, also doch eine Nummer größer. Er passt jetzt, aber man muss sich auch darauf gewöhnen. Ne? Und ich glaube, eine Nummer wäre besser gewesen, aber er passt. Und er macht auch das Kleid und die Hosen, was ich anziehe, macht auch eine richtig schöne Taille. Also richtig, richtig schön. Genau, falls ihr keinen Body wollt, gibt es nämlich auch nur ein Miederhose. Das ist jetzt nur so nebenbei. Vorsweg, was ich auch nebenbei sagen wollte, wie auch beim jedem Themenhaul, wollte ich euch sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich, wo er bestellt und was er bestellt. Und ich habe in der letzten Zeit auch mal so einen Kommentar bekommen, ob ich im Lotto gewonnen habe. Ja, also da muss ich jetzt wirklich auch einmal grinsen. Ja, ich habe im Lotto gewonnen. Also wenn ich im Lotto gewonnen hätte, glaube ich nicht, dass ich beim Primark mir Schminke gekauft hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich beim Sephora online bestellt, ja. Also manchmal denke ich mir auch, woher nehmen sich die Leute das Recht, mir einfach das zu schreiben, ja. Wisst ihr, was es bedeutet, wenn jemand im Lotto gewinnt? Ich glaube nicht, dass ich dann hier noch sitzen würde. Ich würde wahrscheinlich mir dann endlich eine 3-Zimmer-Wohnung kaufen, ja. Aber das sind halt solche Sachen, wo ich mir wirklich denke, es wäre was anderes, wenn ich jeden Tag einen super Haul raushaue, Douglas, Sephora, Picken Kloppenburg, ja, dann würde ich mir auch denken, woher hat sie das, ja. Aber Leute, wenn ich bei Temo bestelle, dann wisst ihr schon, dass Temo fast halber wie Geschenk ist, ja. Also die Preise sind dort unschlagbar. Und dann frage ich mich oft, wieso sollte ich beim Lotto gewinnen? Also, why? Und es ist auch egal, was ich mache oder kaufe, ja. Aber wie gesagt, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber ich wollte es mal gesagt haben, wenn ich beim Lotto gewinnen würde, würde ich auf jeden Fall mal bei Sephora einmal so richtig online, wirklich so richtig, richtig shoppen. So, ihr Lieben, wir würden sagen, wir schauen uns das an. Ich wollte es aber nur gesagt haben, weil ich es ein bisschen lustig finde. Aber naja. Und ich bin schon mega gespannt auf meine schwarze Tasche. Ja, mir kommen jetzt gleich die ganzen Sachen entgegen. Und ich glaube, dass da meine Tasche drinnen ist. Nein. Ich glaube, das da, die ist aber so klein. Na gut, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das gut als Dekoration hinhaut. Ihr werdet sehen, was ich mir bestellt habe. Ich habe mir nämlich etwas ganz, ganz Cooles bestellt. Der Sackerl ist leer. Ich habe mir nämlich mein Namensschild bestellt und da werdet ihr jetzt schauen. So, und zwar, schaut es euch mal an, bitte. Oh Gott, ich bin so happy. Oh mein Gott.
Und zwar kann man sich ein Schild bestellen. Und schaut euch mal das an, Miss Pink Panda. Oh Gott, wie schön ist das bitte? Schaut euch das mal an. Man kann das bestellen in mehreren Farben. Ich habe mich für diese Wolke entschieden. Ich weiß nicht, was ich da gedrückt habe, aber ich glaube, ich habe zweimal das gleiche. Das macht vollkommen nichts. Auf jeden Fall, oh mein Gott, das schaut so schön aus. Ich werde mir eins da hinstellen und eins da vorne. Das schaut so, so, so schön aus. Ja, also... Ich habe mich so gefreut, wie ich das entdeckt habe bei Temo. Also wirklich schön, ja. Und falls ihr das nachkaufen wollt oder so, würde es mich wirklich sehr, sehr unterstützen, falls jetzt jemand als YouTuber das kauft und bei mir gesehen hat, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mich erwähnen würdet. Das wäre so, würde ich mich wirklich freuen. Aber wie gesagt, ihr müsst es nicht. Aber es wäre halt schon schön, wenn ihr mich erwähnen würdet, falls ihr euch das nachbestellen solltet. Genau, so. Dann, ihr Lieben, habe ich, ich glaube, die Tasche lassen wir zum Schluss. Ich habe das gesehen und ich habe mich wirklich verliebt. Das sind solche Ohrringe, dieses Kitties, kennt ihr das? Oh mein Gott, sind die süß. Das sind, ja, ich mag das, also ich stehe auf sowas und ich habe mich richtig gefreut, wie ich das gesehen habe. Also das schaut richtig süß aus, ihr Lieben. Also ich bin wirklich, ja, gut. Und dann habe ich mir Ohrringe bestellt. Ich weiß aber nicht mehr genau... Ah, das waren diese süßen. Die schauen so süß aus. Die haben bitte gekostet unter 1 Euro. Genau, weil ich beim Lotto gewonnen habe, kaufe ich mir deswegen Ohrringe unter 1 Euro. Aber die schauen wirklich süß aus. Wie gesagt, und wenn ich beim Lotto gewonnen hätte, würde ich trotzdem ab und zu Temo nicht meinen, weil Temo einfach süße, verrückte Sachen hat. Und Leute, schaut euch einmal an, diese wunderschönen Kirschohrringe. Das sind Kirschohrringe, aber das ist etwas verbogen. Die haben hier so ein richtig, so wie ein Stoff, seht ihr das? Leider ist die verbogen. Ich versuche es einmal gerade zu biegen, ob das noch funktioniert. Schauen wir mal. Ma, das schaut süß aus. Schaut euch mal bitte an, wie süß das ausschaut. Also ich habe bei Temo auch Kleidung bestellt. Manche Kleidung, die unter 4 oder unter 10 Euro kosten, sind nicht immer von Qualität her gut. Aber Leute, dieses T-Shirt ist so gut. Also ich wurde auch so oft darauf angesprochen jetzt in den letzten Tagen. Das ist richtig, richtig gut. Und diese Ohrringe sind auch so schön. Also ich hatte ja viele Kirschohrringe. Aber solche mit so einem super, oh Gott, das schaut so süß aus im Sommer. I love it, schaut sich mal an. Ich glaube, die waren 2 Euro, aber das ist so ein wunderschöner Stoff. Also ich bin jetzt schon happy. Und Leute, ich muss euch was sagen. OMG, das schaut so mega cool aus. Schaut euch einmal diese Nägel. Oha, das schaut ja richtig fancy aus. Ich glaube, die haben gekostet 1 Euro. Ich habe mal gedacht, komm, bestellst das. Weil die haben mir irgendwie so gut gefallen. Schaut euch mal an, wie schön das bitte ist. Für einmal, für ein schönes Video oder für den Sommer. Wenn wir dann im Sommer live gehen, im Urlaub. Da, wow, das ist ja so schön. Also wirklich, da haben wir sogar eine Feile. Und wir haben hier kein Uhu, sondern wir haben hier so etwas, das klebt man dann drauf. Und also, ich finde das richtig schön. Ich weiß, die werden jetzt nicht lange halten, aber für einmal oder für einen Abend sind die richtig schön. Wow, die sind schön. So, ihr Lieben, dann, ihr Lieben, habe ich mir diese wunderschöne Wassermelonentasche gekauft. Ich fand die so süß für den Urlaub und da könnte man quasi nur Geld oder das Handy reingeben. Das ist so eine Tasche. Schaut mal, wie süß das bitte ist. Ist das nicht süß? Und der Stoff ist richtig gut. Es ist nicht so ein Billigdorfer, also es ist richtig schöner Stoff. Also ich finde das für den Sommer richtig süß, wenn ich nur meine Tasche oder mein Handy haben will. Also sowas habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Also ich finde das richtig süß. So, ihr Lieben, und dann habe ich mir, habe ich die zweimal bestellt. Ich weiß nicht, warum. Manchmal klickt man drauf und irgendwie, ich weiß nicht, ja, kann sein, dass ich das noch einmal gesehen habe und dann irgendwie nicht gecheckt habe, dass ich das schon gedrückt habe. So kann es sein. So, dann habe ich noch einmal diese Haare bestellt, weil ich war von diesen Haaren total begeistert. Aber ich habe sie bestellt größer. Und genau, das ist jetzt viel größer, weil das passt auch zu meinen Haaren. Weil ich habe euch gesagt, ich werde im Juli eine Typveränderung machen. Also es kommen Extension rein und ihr werdet
dabei sein. Wie cool ist das denn bitte? Also ihr Lieben, ihr werdet jetzt dabei sein, wie, also wenn ich das mache quasi. Und deswegen habe ich mir die geholt, weil ich habe gehört, dass die sehr gut sind. Und die Qualität, Leute, ist richtig gut. Macht euch gerne mal ein Screenshot von dem, ich weiß nicht, Moment, steht jetzt irgendeine Marke oder was? Also wenn ihr diese Haare haben wollt, dann schreibt es mich gerne an. Ich kann euch dann den Link setzen, weil ihr Lieben, diese Haare sind richtig, richtig gut. Die schauen wirklich aus wie Echthaare, ja. Und ich habe gehört, dass das woanders das Doppelte kostet. Ist aber von der Qualität her genauso gut wie dort, wo es die anderen bestellen. Ich zeige euch das jetzt einmal. Schaut euch einmal an, bitte, diese Haare. Ist das nicht schön? Schaut es einmal her. Und ich habe absichtlich ein bisschen, werde das so machen, weil ich ja auch hier ein bisschen hell und dunkel bin. Die dunklen und die hellen werden wir zusammen bearbeiten, sodass das dann quasi so wie ein Mischmasch ist. Und die sind ein bisschen, länger als die anderen, ne? Also ich finde das richtig schön. Ich weiß zwar nicht, wie man das genau macht, aber ich werde mich auf jeden Fall erkundigen dann, sobald, ich finde die Farbe passt mir auch sehr gut. Also auf jeden Fall würde ich das auf jeden Fall dort weiter auch bestellen, weil ich habe dasselbe gesehen woanders für 40 Euro und da habe ich sie bezahlt 20 Euro und wir haben hier 50 diese Dips, seht ihr das? Also da muss ich wirklich sagen, da komme ich auf jeden Fall auf meine Kosten. Und da dieses T-Shirt so schön war, habe ich mir bestellt auch so was Ähnliches, aber mit so einem goldenen Mund. Moment, es schaut ein bisschen anders aus. Das Gold schaut ein bisschen anders aus, aber trotzdem, ich mag es. Für den Sommer ist es perfekt, Leute. Ich finde dieses T-Shirt ja wirklich so schön, Leute. Ich werde ständig angesprochen und angeschaut, woher ich das habe. Also ihr Lieben, bei solchen T-Shirts, schaut mal her, das dehnt richtig gut. Ich glaube, ich habe das nicht knapp bei 5 Euro bezahlt. Und ich muss sagen, ich trage das so gerne. Und wenn ich das wasche, drehe ich das um, damit der Print nicht also verletzt oder geschützter wird. Also ich muss wirklich sagen, ich habe dieses Mal nicht so viel bestellt. Wie gesagt, ich habe leider 2 Bestellungen gemacht. Und genau, deswegen ja, kann man nichts machen. Aber jetzt kommt noch 2 Sachen. Und zwar, ich wurde in einem Kommentar ja gefragt, woher habe ich so viel Money, ne? Genau. Also wie wenn ich es geahnt hätte, ich habe Leute im Lotto bestellt. Ich habe im Lotto bestellt, juhu. Jetzt habe ich so viel Money und Leute, und das kommt auf jeden Fall, hier bei meinem Schminktisch und das wird so schön ausschauen. Sobald ich wieder alles fertig habe mit den Lichtern und alles, dann werdet ihr dabei sein. Deswegen kaufe ich mir das alles Step by Step. Und wenn ich das dann alles fertig habe, dann werdet ihr wieder die Ersten sein, wie ich das hinten alles gemacht habe. Ich finde, das passt so richtig schön. Für alle Neider und für alle, die es mir nicht gönnen, wenn ich mir etwas kaufe, bitteschön, ich habe beim Lotto gewonnen. Und ihr Lieben, man kann das waschen auf 30 Grad. Seht ihr das? Das ist genauso wie ein Badeteppich, ne? Vielleicht ist das sogar auch einer, aber auf jeden Fall richtig, richtig schön. So, ihr Lieben, und jetzt kommt das letzte Produkt und ich bin schon mega aufgeregt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. La 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 la. La 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 la. Ich bin so happy. Ich weiß nicht warum, aber oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Schaut euch mal das an. Ich kann nicht mehr, Leute. Das schaut so. Das kommt auf jeden Fall da hinten. Wir haben nämlich hier so eine Tasche. Also nicht Tasche, sondern ein Dings, oder? Und ich kann nicht mehr reden. Oh mein Gott, das schaut so. Ich weiß nicht, ich bin so, das schaut so gut aus. Also man kann schon was reingeben. Man könnte das als Tasche natürlich auch nutzen. Da würde jeder hingucken mit einem schwarzen Kleid. Das schaut so. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah,
ich bin so happy. Die Tasche schaut ja auch so süß aus. Ich möchte überhaupt jetzt auch ein bisschen mehr Taschen, so Haarreifen habe ich jetzt genug von Temu, aber so Taschen und so, ja, so ein bisschen auch für zu Hause habe ich mir schon ein paar Sachen vorgenommen, was ich gerne hätte. Für zu Hause auch etwas auch für die Couch zum Überziehen. Leute, ich bin einfach so happy und ich muss euch sagen, es gefällt mir wirklich alles, alles. Es gibt wirklich keine einzige Sache, wo ich sagen könnte, Qualität ist schlecht, ja. Wie gesagt, da darf man echt nicht meckern für einen Euro. Aber schaut euch ja mal das Muster an. Das schaut richtig süß aus für jeden Tag. Also auch für so, für die Arbeit oder für, wenn man den Kleinen abholt. Also das schaut richtig schön aus. Die habe ich doppelt bestellt. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist nicht schlimm. Ich kann es ja schenken. Die freue ich mich wirklich sehr. Das ist auch so etwas, was ich sehr mag. Und Leute, und da bin ich mega, mega stolz. Da bin ich mega stolz. Eines wird auf jeden Fall hier oben kommen und eines auf die Seite. Und ihr Lieben, ich muss wirklich sagen, das ist wirklich etwas Feines. Ja, also mir gefällt das richtig gut. Also ich muss wirklich sagen, I love it. Und ich war wirklich skeptisch, wo ich das bestellt habe, weil ich mir gedacht habe, ui, das wird sicherlich keine gute Qualität sein. So 0815, aber Leute, es ist richtig gut. Und ich finde das für den Sommer so süß. Man braucht im Sommer ja nicht viel Handy oder vielleicht Geldbörse oder Karte. Oh mein Gott, Leute, ich bin wirklich, also alles, was ich mir eigentlich gewünscht habe für mein Zimmer, kann ich wirklich bei Temu oder vielleicht auch bei Shiglam bestellen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ihr Lieben, ich bin wirklich mit meiner Bestellung wirklich zufrieden und ich kann euch nicht sagen, wie mega happy ich da bin. Und ja, ich habe beim Lotto gewonnen. Natürlich habe ich beim Lotto gewonnen. Das ist ganz, ganz viel Geld, ne? So, meine Lieben, ich hoffe, ihr versteht meinen Sarkasmus. Ich freue mich wirklich jedes Mal so sehr, wenn ich bei Temu was bekomme, weil ich gesehen habe, dass es jetzt günstiger ist, erstens einmal und zweitens auch einmal kriegt man dort wirklich so verrückte Sachen und das hätte sicherlich woanders 30, 40 Euro gekostet. Die pinke kostet, glaube ich, über 20, aber die war in Angebot. Ich glaube, die habe ich bezahlt 13 Euro. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil die Farbe rot ist. Ich weiß es nicht, aber Leute, das schaut einfach so gut aus. Schreibt es mir unbedingt in den Kommentaren, wie euch mein Temo-Haul gefallen hat. Ich weiß, dieses Mal war es ein bisschen klein, aber fein. Ja, und ich möchte unbedingt mir noch ein paar schöne Taschen bestellen, so für jeden Tag. Und ich möchte, sobald der Sommer vorbei ist, möchte ich auch gerne für die Wohnung ein paar Sachen bestellen, was ich so gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, das würde mir gefallen oder würde passen zu meinem Wohnzimmer hier. Meine Lieben, mir bleibt nichts anderes übrig, außer verabschieden, denn ich habe es ein bisschen eilig. Mein Sohn feiert gleich in seinen 6. Geburtstag. Danke fürs Einschalten und falls dir irgendetwas von meinem Haul gefallen hat oder etwas, dann schreib es mir gerne in den Kommentaren. Und ihr Lieben, nehmt das ein bisschen alles mit Humor, was ich sage, denn ohne Humor wäre das Leben auch nur halb so schön. Wenn man alles ernst nimmt und alles irgendwie so, ihr wisst, was ich meine, dann könnte ich hier auch nicht mehr sitzen und mit euch Videos machen, wenn ich wirklich mir alles zu Herzen nehmen würde. So, ihr Lieben, ja, ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video einschaltet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bussi Baba, eure Lola. Vergiss nicht, den Abo-Button zu abonnieren. Darüber würde ich mich sehr freuen und meinen Kanal unterstützen. Und du verpasst dann keine Videos mehr von mir, wenn es dir gefällt. Bussi Baba, eure Lola.